Hallo und herzlich willkommen. Die Saison 2016-17 hat begonnen und wir von TSV Havese TV sind für euch auch wieder am Start. Heute sind wir auswärts zu Gast bei unserem neuen Sponsor Rewe in Seelze. Unser Interviewpartner ist heute Trainer Alexander Kiene. Hallo Alex, was für ein geiler 4:3 Last-Minute-Sieg in Gifhorn am gestrigen Mittwoch. Ist der Puls schon wieder unten? Was ist dein Resümee vom Spiel? Mein Puls ist schon wieder unten, aber es war natürlich für alle Beteiligten ein wahnsinniger Pokalabend. Ein typischer TSV-Pokalabend auch, wo die Mannschaft die typischen Haveser Tugenden gezeigt hat und am Ende des Tages mit dem Last-Minute-Tor von Dennis Undaff auch, denke ich, insgesamt verdient die nächste Runde erreicht hat. Wir sind sehr froh und natürlich glücklich, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Für die Zuschauer war es sicherlich ein hoch attraktives und interessantes Spiel mit 7 Toren und mit vielen tollen Momenten. Für den Trainer ist es sicherlich dann auf der anderen Seite ein sehr nervenaufreibendes Spiel gewesen und auch ein Spiel, wo wir aus meiner Sicht eine Menge rausziehen können. Zum einen natürlich das Positive, dass wir dieses Spiel auch nach dem Rückstand dann wieder gedreht haben mit der entsprechenden Moral, mit der Einstellung und mit dem Willen bis zur letzten Sekunde an uns zu glauben und dieses Spiel dann für uns zu entscheiden. Ich denke auch, dass wir insgesamt eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, wo man viel von dem sehen konnte, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben. Wir haben eine sehr gute Struktur in unserem Spiel gehabt, haben eine hohe Dominanz insgesamt ausgestrahlt, guten Ballbesitzfußball gespielt und sind auch, denke ich, insgesamt verdient in Führung gegangen. Was mir gefehlt hat, und daran müssen wir sicherlich dann auch weiterhin arbeiten, ist die Tatsache, dass wir nach der Führung hätten nachlegen können, vielleicht sogar müssen. Da haben wir das ein oder andere Mal die letzte Konsequenz und Zielstrebigkeit vor dem Tor vermissen lassen und so haben wir den Gegner dann im Spiel gelassen. Ärgerlich aus meiner Sicht dann natürlich die Finalaktion in der 45. Minute, wo der Handelfmeter gegen Dennis Tayar gegeben wird und wir eigentlich völlig unverdient mit einem Remis in die Halbzeitpause gehen. Ja, und dann muss man sagen, haben wir in den 15 Minuten nach der Halbzeit das Spiel völlig aus der Hand gegeben. Haben durch das Standardgegentor und dann auch durch das Kontergegentor zum 1:3 unseren Faden verloren, unsere Struktur in diesen Minuten auch nicht mehr auf dem Platz gehabt. Das sind Dinge, wo wir einfach dran arbeiten müssen, dass wir Leistungen konstant und vor allen Dingen auch konsequent über 90 Minuten erreichen können. Trotzdem hat die Mannschaft dann es wieder geschafft, auch zu sich zu finden. Was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist als Fazit, ist, dass die Spieler, die ich eingewechselt habe, dann auch sofort präsent waren und der Mannschaft neue Impulse gegeben haben. Ob das Tobias Holm im zentralen Mittelfeld war, ob das dann auch Kofi Kiré über die Außenbahn war. Und auch der letzte Wechsel mit Jonas Sonnenberg hat sich bezahlt gemacht, denn Jonas war auch beteiligt am 2:3 bei der Standardsituation, wo er Dennis Tayar den Ball dann vorgelegt hat. Ja, und in den letzten 10 Minuten hat die Mannschaft dann nochmal alles in die Waagschale geworfen. Ich hatte ja dann auch Mitte der zweiten Halbzeit die Systematik nochmal verändert, bin auf ein 3-5-2-System gegangen, um dann nochmal auch den Druck nach vorne zu erhöhen. Und ich denke, insgesamt hat es die Mannschaft dann geschafft, auch mit den beiden finalen Toren von Undaff sich zu belohnen und in die nächste Runde einzuziehen. Ja, mit der ersten Runde des Krombacher Pokals startet dann auch endlich wieder die Pflichtspiele. Welcher Spieler haben dich in der Vorbereitung am meisten überrascht? Zunächst mal muss man sagen, dass wir eine insgesamt sehr gute Vorbereitung hatten. Das betrifft sowohl das Engagement der Spieler, die über die kompletten jetzt 6 Wochen sehr viel Zeit und auch Schweiß natürlich investiert haben. Wir haben sehr intensiv arbeiten können, haben auch unser Programm durchziehen können. Wie gesagt, da haben die Jungs insgesamt einen richtig guten Job gemacht. Man muss auch sagen, dass die Integration der neuen Spieler sehr gut vorangeschritten ist. Einige kannten natürlich den TSV Havese auch, wie Christoph Rischka oder auch wie Dennis Tayar, die ja schon mal auch unser Trikot getragen haben. Andere Spieler, die extern dazugekommen sind, haben sich, denke ich, insgesamt jetzt auch gut eingefunden, sodass ich schon davon überzeugt bin, dass wir ein schlagkräftiges Team dann auch haben. Natürlich ist es auch ein Prozess, das heißt, diese Integration wird weiter auch andauern und wir müssen einfach gucken von Woche zu Woche, dass wir uns weiter steigern, weitere Prozente zulegen, um dann auch Spiele erfolgreich abschließen zu können.
Überraschungen, davon will ich nicht sprechen, aber es gibt natürlich schon auch positive Dinge, die man in der Vorbereitung festgestellt hat. Dazu gehört es natürlich, dass wir, denke ich, auch mit Morten Jensen ja einen starken Rückhalt als neue Nummer 1 verpflichten konnten, der Mannschaft mit Sicherheit aufgrund seiner Qualität und Erfahrung helfen wird. Ich denke auch, dass Dennis Thayer als ja, Abwehrchef und als Leader eine wichtige Funktion innerhalb der Mannschaft einnehmen wird und auch ja, im Spiel ein Garant dafür sein wird, dass wir hoffentlich in der Defensive stabil sind. Es gibt sicherlich noch weitere Neuzugänge, die man nennen kann, die sich bisher gut integriert haben. Wichtig ist mir vielleicht noch zu erwähnen, dass unser Youngster Kofi Kiré jetzt wieder nach seiner schweren Verletzung zurückgekommen ist, sich auch mit dem Finale beim Porter-Pokal eindrucksvoll zurückgemeldet hat. Und gerade für so einen jungen Spieler, der so lange verletzt war, freut es mich ganz besonders, dass er jetzt wieder dazugehört, dass er jetzt wieder auf dem Platz stehen kann und hoffentlich mit seiner Dynamik und mit seiner Qualität der Mannschaft auch weiterhelfen kann. Ja, und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Der ASV hat seine zweite Mannschaft zur U21 umgestellt. Viele erfahrene Spieler sind gegangen, viele sehr junge Spieler sind dazugekommen. Ist das ein Vorteil für den TSV und was erwartest du für ein Spiel am Sonntag? Ja, wenn man sich mit dem HSV auseinandersetzt, dann weiß man, dass sich zurzeit im Nachwuchs sehr, sehr viel tut. Zum einen betrifft das ja die Infrastruktur. Es wird ja zurzeit der HSV Campus gebaut, direkt neben dem Volksparkstadion, die neue Heimat dann auch für das Nachwuchsleistungszentrum. Zum zweiten hat der Verein auch die Struktur ein Stück weit verändert. Das heißt, die zweite Mannschaft des HSV läuft jetzt nicht mehr als U23 auf, sondern als U21. Wo man dann auch nochmal gezielt insbesondere die Spieler entwickeln möchte, die jetzt den Sprung aus der U19 gemacht haben. Deshalb ist es insgesamt natürlich eine sehr junge Mannschaft, auf die wir treffen werden. Allerdings mit sehr, sehr viel ja, guten Einzelspielern, die technisch-taktisch gut ausgebildet sind, die jetzt ihre ersten Schritte im Herrenbereich machen. Dazu ist der ein oder andere erfahrene Spieler auch nach wie vor im Kader, wenn ich an Torwart Mickel denke, oder auch Neuzugang Dennis Strompen, der vom SV Meppen dazugekommen ist und sicherlich im Mittelfeld eine Führungsrolle übernehmen soll. Es ist auch ein neuer Trainer beim HSV mit Dirk Kunert, der sicherlich der Mannschaft auch aufgrund seiner Erfahrung aus dem Nachwuchsbereich neue Impulse geben wird. Von daher wird es ja ein interessanter, ein attraktiver Auftaktgegner sein. Ich stelle mich auf eine Mannschaft aus Hamburg ein, die technisch-taktisch versierten Fußball spielen wird und ja, gegen die wir von der ersten Minute an natürlich auch bestehen wollen, indem wir versuchen, den Stempel auch ja, so auf den Platz zu bringen, dass wir unsere Tugenden vom TSV Havelse wiedererkennen und dass wir trotzdem natürlich auch die Dinge versuchen, auf den Platz zu bringen, die wir uns jetzt in der Vorbereitung erarbeitet haben, nämlich einen guten Spielaufbau, eine gute Spielstruktur insgesamt, eine Dominanz im Ballbesitz und natürlich auch, und das wird einfach wichtig sein, auch eine Konsequenz und Zielstrebigkeit zum gegnerischen Tor. Natürlich haben wir das Ziel, das erste Heimspiel der Saison gewinnen zu wollen. Und dafür gilt es von der ersten bis zur letzten Minute, wie gesagt, die Konzentration und den Fokus hochzuhalten und hoffentlich mit den Fans zusammen dann auch die ersten drei Punkte erreichen zu können. Vielen Dank, Alex, und viel Erfolg am Sonntag.